Hallo? Hallo? Das Lied noch. Hi! Wunderschönen guten Hallo! Irgendwas stimmt mit meinem Monitor ab nicht. Muss ich nachher mal nachziehen. Ah, der ist locker. So. Hallo! Huckelu! Tag zusammen, könnt ihr mich hören? Hallo? Hilfe! Hilfe! Das ist echt locker, Alter. Ich weiß gerade nicht, ob ich den abschraube oder... Oh mein Gott, ich habe dein Mikrofon in der Hand. Moment. Oh mein Gott, was habe ich gemacht, Bruder? Nein. Was habe ich gemacht? Ich muss nochmal kurz muten. Sonst wird er zu laut. Einen Moment. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich laut. Ist lauter als vorher? Dürfte eigentlich nicht. Ich guck kurz. Oh Mann, wo ist es denn hier? Nee, ist nicht lauter. Ich habe aus Versehen mein Mikrofon abgedreht. Hallo? Wie geht's? Wie steht's? Was machen?
Hilfe. Hilfe! Ich bin Profi, kann man mich hören? Bitte gib mir ein Signal. Nein, okay, gut. Hi. Profi-Streamer, by the way. Verti, danke schön für den Prime im 11. Monat. Okay, cool. Wie, okay, cool. Und check mich, Maya, danke schön für den Prime im 2. und hau drauf, wie, danke für den Prime im 24. Monat. Funkcheck bestanden, gut. Und Max, danke für den Resub im 36. Bonnet, schon wieder arm, Fields Batman. Jeje. Und Harry, danke für den Resub im 16. Zeig Bikini, nur privat, Bruder. Und Shireen, danke für den Prime im 7. Super Start heute, ja. Hallo. Wie geht's? Hurrybee, danke für den Resub im 15. Zurück. Warte mal, und die Schraube muss ich jetzt festziehen. Ah, so ist gut. So ist perfekt. Wir hatten eine Wette am Laufen, die könnt ihr direkt beenden, weil ich werde Todd Curtis nochmal zocken. Der Kreis bleibt heute nochmal rund. Und hallo nochmal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt alle gut gegessen und ich hoffe, ihr seid alle gesund. Er schraubt weiter. Ich muss das festmachen, um was zu machen. Sonst fällt mir das Mikrofon gleich um die Ohren. Boah, was für ein Scuffed-Stream-Start, Alter. Ehrlich. Hallo, Chat, hallo. Irgendwann funktioniert hier schon wieder nicht. Ah, jetzt. Hukulu. Wie geht's, wie steht's? Was geht? Wie geht es OG Twinkie Toast? Gut. Ich glaube, die kommt halt in eine Pommes. Ich habe es auf Metabasis Bescheid gesagt. 50k weg, wie 50? Ach so. Hä, aber ich habe doch gestern schon kommuniziert, dass heute nochmal Curtis kommt. Und Pina da morgen. Denke ich. Je nachdem, was heute abgeht. Ob ich morgen nochmal im RP muss. Patsche, Patsche, danke für den Prime im 7. Monat. Merci. Oh, oh. Ja, ich glaube, mit Pommes wird heute schwierig. Der Teamspeak kackt ab. Warum wackelt das so? An sich ganz gut. Morgen Scheidungstermin im Gericht. Wie geht es Ihnen, der Herr? Lässt sich scheiden, oder was? Kaputte Ehe? Ihr habt, du hast gestern gesagt, heute ist Curtis, dann sag ich doch. Versteh nicht, warum da gewettet wird. Oma wieder. Oma wollt wieder Punkte abgreifen. Oder Schwester Kusch. Oder die haben sich zusammengetan. Die wollen an eure Punkte dran, an eure Pfandflaschen. Ich sag's euch. Hab Fritteuse an. Soll ich dir ein paar Pommes mitmachen? Ach, ich hoffe, eine Heißluftfritteuse. Das ist der New Shit, Mann. Unser Blog. Atze, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 6. Monat. Abo-Falle ist da. Nee, das macht da alles schön Dings. Weil ihr mich supporten möchtet. Weil ich ein netter, lieber Kerl bin. Nee, hab ich noch nicht gehört, Next Game. Ich wette nicht mehr. Warum nicht, Schwester Kusch? Ihr habt Eheput, heutzutage ist jeder auf der Suche nach was Besserem. Bruder, lass dich nicht stressen. Gibt doch andere schöne Mädchen, Frauen. Man findet sein Glück immer. Irgendwann. So. Okay, Teamsweg ist immer noch gut. Wie geht's euch? Könnt ihr die so zu 70-30 gefallen? Musst du im Discord reinhauen, da höre ich mir meistens immer alles an. Und Lukas, ich habe deine Instagram-Nachricht gelesen. Du musst dich nicht dafür bedanken, wenn ich dir zum Geburtstag gratuliere, Bruder. Alles fein. Alles schick. Sonntag, ne? Ja. Heute wird so ein richtiger Sonntag. Ich hoffe, ihr habt ein paar Memes bereit für Kreis-RP. Hat mir gestern super gefallen. Klar, safe, aber nie wieder heiraten. Verlieb dich oft, verlob dich selten und heirate nie. Hab ich mit auf den Weg bekommen. Hallo Alina. Mir geht's auch gut. Tatsächlich. Wie jeden Tag, mir geht's immer gut. Hab mir gestern mal alte Videos von Curtis angesehen und da steh ich nicht durch. Ich hatte so einen Lachflash um 2 Uhr nachts. Ah, siehst du, Recruit, jetzt weißt du, wer Curtis ist. Das Ding ist, auf Unity ist Curtis leider schon mehr als durchgespielt.
da erlebst du, da wirst du nichts, da werden wir nichts mehr großartig so erleben, außer mit den Klamotten und so. Okay, man weiß es nicht, das ist alles Freestyle, aber da wird auf jeden Fall keine Gangpommes mehr kommen, so zu 90%. Keine Knatterei oder sowas mehr. Macht der Heizmann gut, da genauso wie gestern. Ich war heute Mittag schon mal kurz auf dem Server, wir haben ja schon wieder rumgebastelt, der Muffin und ich. Ich habe ein bisschen probiert, aber das kratzt mir zu sehr am Hals, ist mir egal. Man erkennt eh keinen großen Unterschied zwischen normaler Stimme und dem alten Curtis. Hallo Peter Klause. Hallo Andi. Heute gar keine Geiselnahme. Geiselnahme, Alter. Gestern war einer, der Pinsel hat mir geschrieben, dass der gestern ein Geisel war. Und der gepowert wurde des Todes. Ja, dann lass sein, passt mir eh so am den legalen Curtis. Ja, wir machen ein bisschen Business. Wir machen einfach RP. Hallo, Bagheera. Sagt der Papa Stay ja auch immer, dass man den Char eigentlich meist nach einem halben Jahr durchgespielt hat. Ja, so 4, 5, 6 Monate. Und wir haben ja auch was Neues mit Peanut, so. Auch so andere richtige RP-Stränge. Und der lässt sich ja auch nur entwickeln. Ich habe Curtis eh nur wieder ausgepackt wegen den Klamotten, weil ich das versprochen habe, dass ich das machen werde. Für den Server und so. Und macht mir Spaß, deshalb mache ich das auch. Schade, dass Kusch nicht mehr Gängler spielt, habe es damals gefeiert, aber das ist doch kein Gegen mehr. Schade, schade, Marmelade, scheiß drauf. Peanut beste, Mann. Curtis zum richtig wegpennen und Peanut zum Lachen. Das perfekte Kombo. Hallo Hescher, guten Abend. Ich habe eigentlich nicht viel zu erzählen heute. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der Teamspeak funktioniert. Dann können wir eigentlich direkt durchstarten. Aber schließt den mal. Der lässt sich nicht. Ist das ein Teamspeak-Problem, Alter? Hallo Shinoriu. Ich guck mal eben. Nee, schon wieder komplett kaputt gegangen. Hä, wo sind die Live-Channel hin? Ach da. Der Server geht gerade mächtig den Bach runter. Also der Teamspeak-Server. Peanut killt mich komplett, jedes Mal fahre ich richtig. Ja, wir haben eh vor die Scuff-Woche, Mann, allein wegen dem alten Computer, den neuen Computer kaputt und dat und dat. Müssen wir jetzt so durch. Hallo Mr. Disgusting. Das schaffen wir schon. Ihr wunderschönen Menschen, das schaffen wir gemeinsam. Klenderns, heute ist echt ein dummes Intro, wenn ich ehrlich bin. Oder dein Rechner nimmt dich ja nur, ja, immer richtig von hinten auf Volley, Alter. Keine Ahnung, was wieder mit dem NASA-PC ist. Wahrscheinlich ATX-Kabel kaputt. Wie vorher auch. Ich habe halt noch keine E-Mail bekommen, dass die sich den angeguckt haben oder so. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass der da ist. Egal, du bist da und redest, reicht doch. Dankeschön. Ich geh mal kurz. Freu dich schon mal. Teamspeak heute wieder ultra delayed. Ja, ich merk schon. TS kaputt. Kick W. Also Support eher schlecht von Mind Factory auf jeden Fall. Hab ich ja gestern schon gesagt. Will ich euch nicht influenzen, so jeder macht seine eigene Erfahrung, aber ich werde da nichts mehr bestellen. Die lassen sie mich so hängen, obwohl ich denen meine Lage erklärt habe, schon bei den ersten zwei Male. Die geben einfach kompletten Fick drauf auf alles. Das ist mir zu dumm. Und Flipflop, Dankeschön für den Resub im 30. Monat.
nach 2 Kilo Grillfleisch, Bratwurst, Nudelsalat, 10 Bier und 5 Verdauungsschnäpschen in der prallen Sonne komme ich zu der Erkenntnis, ich vertrage die Hitze nicht. Boah, wie gern würde ich grillen. Ja, was soll abgehen, Marvin, Alter? Teamspeak ist am Abscheißen. Wir können nicht in die Pommes. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Für ein bisschen Werbung machen sie das ganz schneller. Für die würde ich niemals in meinem ganzen Leben Werbung machen. Ich glaube, zocken kannst du gerade vergessen. Jo, ist nicht schlimm. Ich warte hier ein bisschen, wenn das heute nicht funktioniert. Dann gibt es heute nur einen kurzen Quatsch-Stream und dann kommen wir morgen wieder. Oder wir spielen Geister mit Mila. Was anderes habe ich gerade leider nicht parat. Boah, grillen hätte ich jetzt so übel Bock, ne? Vor allem ist das Wetter die letzten Tage richtig gut. Ich glaube, jeder Mensch in ganz Deutschland hat so voll die Sehnsucht, nach draußen zu gehen. Ohne irgendwas Falsches zu tun. Wegen dem Kackvirus. Hab kein Endlisted installiert. Boah, ich hätte so Bock, ne? Ohne Witz. Aber man kann sich ja das Feeling so ein bisschen holen, wenn man auf dem Balkon so grillt und atschelt. Man muss sich aber die Zeit auch dafür nehmen. Hallo Dodo, guten Abend. Und Nülak, hallo. Wir warten einfach auf Willi. Welchen Willi? Gestern mit dem Radl unterwegs gewesen und in jedem Dorf dieser Grillgeruch. Da hat sich die Radlhose gedehnt. Lack Hernandez, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Was geht, Bruder? Oh, scheint wieder zu funktionieren, oder? Bitte. Nö. 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 GTA Willi, du meinst den Willy Wonka oder was? Das ist aber der falsche Stream hier, Bruder. Wollte gerade sagen, im Garten oder Balkon grillen, schau dir Jay und den Rest der Fam und lässt euch gut gehen. Wir lassen es uns doch jeden Tag gut gehen. Also ich komme damit klar. Ich hatte vorher auch kein anderes Leben. Und ich tue sogar was Gutes. Ich schütze andere Menschen vor meiner Blödheit. Und Lorodin, Dankeschön für den Prime-Sub im Dritten. Ich würde so gerne mit dir und den Jungs Pommes machen. Wo bist du denn unterwegs? Auf State bist du ja gebannt, ne? Also wir sind auf Unity. Aber dass du jetzt auf Unity kommst und in meine Bubble reinkommst, das ganze knicken, Don Hernandez. Gibt kein Metagaming, Junge. Twitch ist ja gar nicht broken. Als ich heute die ganzen Streams gesehen habe, die sind alle auf 160p nur gelaufen. Obwohl mein Internet okay war. Keine Ahnung, was heute wieder los ist. Ist der verfluchte Sonntag. Kid Kush bald auch als Taxifahrer unterwegs. Eh nicht, Junge. Hallo Orkan. Assalamu alaikum, Bruder. Merhaba. Geht es dir eigentlich besser, seitdem du bei deiner Sis wohnst? Ja, deutlich, klar. Ist halt wie so eine WG, ne? Wie eine Studenten-WG. Du hast jeden Tag Leute um dich herum, die in deinem Alter sind. Kannst dich da austauschen. Hast soziale Kontakte und Konversation. Ist schön. Ist auf jeden Fall besser als alleine wohnen. Auch für den Kopf. Vor allem in der Zeit jetzt, ne? Mr. Spoon, guten Abend. Ist immer schön, wenn man jemanden hat. Oder findet er nicht? Es geht ab, Crunchy. Mich kriegt keiner aus meinem Computerstuhl, Junge. Ich bin süchtig. Studenten-WG, Kick-W. Nee, du bleibst da unten, Bagheera. Du bleibst schön hier, ihr Fein. Feine Miezekotze. Feine Miezekotze.
Geh. Geh auf den Dings, Fensterding da. Geh, los. Nein. Boah, wie du knabberst die Kabel hier an. Böse Mieze kotze. Lass den Kabel in Ruhe. Tür steckt in der Schublade. Ja, ich kann. Komm, ich streiche dich ein bisschen, aber nur. Kann gar nichts mit dir anfangen. Komm her. Bagheera, kannst du dich nicht einfach hier hinschillen, bitte? Den ganzen Tag ignorierst du mich und jetzt kommst du. Nervensäge. Brauchst du mich gar nicht so angucken. Ich mach bald Katzencam. Da kriegst du Whiskers donated und so ein Shit. Genau, setz dich da hin. Ja, genau, kotzt mir auf den Schreibtisch. Ja, komm, komm. Junge, die kotzt mir auf den Schreibtisch. Die hat mir tatsächlich auf den Schreibtisch gekotzt. Die hat mir auf den Schreibtisch gekotzt. Ey. Das ist, ey, hallo. Das ist nicht dein Ernst, ne? Hä? Ja, ich bin halt selber schuld, dass die mir auf den Schreibtisch kotzt. Ich stress dich, ich hab die gestreichelt. Da brauchst du mich gar nicht für anmachen. Das ist deine Katze. Ach, jetzt ist es meine Katze. Ja klar, die chillt nur bei mir, weil ich am kürzesten bin. Ja, sicher. Sicher. Guck, wie die dich anguckt, die denkt sich auch nur so, ha, kannst du wegmachen, den Scheiß. Hör auf, lass es sein. Das kostet 20 Euro, ne? Voice Leak, hä? Schwester Kusch hat das schon aufgeredet. Willst du Hallo sagen? Hallo. Assalamu alaikum, Schwester. Ja, der Tag fängt gut an. Das hast du mal Ablösung gespielt. In FIFA oder was? Nein, keine Ahnung, was ist das? I don't know that. Macht mein Kater auch immer. Ja, Bagheera, du feierst dich jetzt, ne? Privet, hallo Juri. Ach, Valorant. Nee, hab ich noch nie gespielt. Wie zum Teufel können die in Ingame-Challenge gehen, wenn ich mich nicht mehr muten kann? Boah, halt die Klappe jetzt. Ich versuche es jetzt einfach. Warum können die eine Pommes? Das ist unfair. Ich freue mich, dass ich nicht den einzigen dummen Kater habe. Hat doch nichts damit zu tun, dass die Katze dumm ist, wenn die kürzen muss. Dann hat die das Essen einfach nicht vertragen. Und hallo VOD. Ah ne, die haben meine Stimme vorher schon gehört. Gibt die Tage ein Voice Script Update? Wer sagt das? Boah, es ist so ruhig. Und noch was? Warum ist Ja, der Wunder, guten Abend. Könnte ich die Mucke anlassen? Junge, die spielt mit deinen Socken, du Ekling, du. Ja, was du denn? Hallo, Bixello. Warst du schon mal in Indien? Nein. Mein Spiel geht nicht, Alter! Junge, geht einfach aus! Was ist das für ein Tag heute, Mann? Was ist denn das für eine Rotze heute?
Was liegt heute an? Bruder. Statt Wüste. Ich versuche hier die Technik zum Laufen zu kriegen oder mich auf den Server zu connecten. Aber hier geht gar nichts. Was geht ab, Alomi? Guten Abend, Bruder. Ich raste gleich aus. Ich gehe gleich offline, ehrlich. Ich kann sowas nicht vertragen. Hab ich noch nie gehabt, den Fehler, dass das Spiel einfach ausgeht. Boah, weh, du gehst auf die Schlange. Junge, es geht einfach aus. Ist Rage MP auch am Abkacken oder was? Was ist das denn hier? Erstmal beenden die Scheiße. Ich versuche mal Singleplayer zu starten. Dann kann ich auf jeden Fall ausschließen, ob das Spiel schuld ist oder Rage MP. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Da krieg ich ja hohe Blutdruck. Kitkusch, keine Ahnung. Ich hab, weiß ich nicht, muss ich alles gleich klären. Also das funktioniert schon mal. Also liegt es dann Rage MP. Ich muss erstmal Pinsel kontaktieren, auf Metabasis im Discord. Ich muss die Mila schreiben, alles. Ja, Kratzer, ich habe aber keine Mods installiert heute. Außerdem checke ich das auch immer vor dem Stream und ich bin vor dem Stream mal im RP unterwegs, eine halbe Stunde und so, um zu gucken, ob alles läuft. Also ich check das vorher schon alles ab. Und Story-Modus läuft ja, also liegt da ein Rage MP. Tracer, vielen lieben Dank für den Prime im 21. Monat. Heute gibt's echt Grumpy-Stream, ich sag's euch. Ja, liegt an Rage MP. Bruder, wie soll ich das Game restarten, wenn das gar nicht erst läuft? Ja, das ist schön, dass der Pinsel drin ist. Das ist auch echt voll die coole Information gerade. Die habe ich gebraucht, Bruder. Ich sehe, dass ganz viele auf dem Server sind. Du Knallkorb, du. Hätte das so reinschreiben können, dass der Baum bei dir im Garten um 30 Grad geknickt ist. Das hätte mir genauso viel gebracht jetzt. Mann! Oh, Da Vinci, hi. Bruder, ich werde doch jetzt nicht Rage neu installieren, Mann. Oh mein Gott. Ey, nix, ha. Ach, warum denn immer ich, Alter? Warum immer ich? 70 Millionen gibt's aus für PC, Alter. Er geht in 3 Monaten 50 Mal kaputt. Jetzt funktioniert der Mist hier nicht, Alter. Boah, Junge. Dann nur so ein bescheuertes Lied im Hintergrund, Alter. Hallo, Driver. Ich deinstalliere im Rage MP und installiere neu. Ich hab so richtige GTMP-Feelings, Alter, gerade. Ohne Witz.
Ah, scheiß drauf, Dicker. Ja, komm, alles akzeptieren. Schick mir 50 Dings. Waschmaschinen. Luch, danke schön für den Resub im 13. Monat und hallo. Und Grelle Gazelle, danke schön für den Prime-Sub im 9. und Tukulu. Und Dominik, danke schön für den Prime im 14. Ich will auch Pizza, ich habe Hunger. Ich habe zwar Nudeln gegessen heute, aber ich habe immer noch Hunger. Jetzt kommt auch noch ein trauriges Lied. Ja, ran, Rätschen, danke schön. Ja, na, danke, danke. Ja, mach dein Update, schön, alles super. Das Lied ist aber voll gut. Elixir, danke schön für den Prime im 5. Download Server Assets, ja. Lad runter. Ist gut, ist in Ordnung. Schön zu, Juk. Mach dir gleich eine Pizza. Na, ich weiß nicht, heute Abend vielleicht esse ich eine. Das ist aber nett von dir. Ja, ich hoffe, euch geht's allen genauso gut wie mir heute und ihr habt genauso einen Blutdruck und Puls wie ich. Ich hab schon wieder richtig Bock. The Art of War, guten Abend. Ich sitze hier schön bei gutem Wetter unterm Dachboden mit einem PC von 1756, der am Qualm ist, wenn ich den anmache und nichts funktioniert. Und das Einzige, was ihr sehen könnt oder hören könnt, ist mein Rumgeheule. Ist das nicht ein schöner Tag? Nee, geht eigentlich Ruhe, du lügst. Ich hätte auch gerne mal wieder Urlaub. Ach ja, ich pack gleich meinen Schwimmdinger aus, Alter, und dann mache ich Hot-Tube-Stream. Launching the game. Verbinde mit Rockstar Spielservice. Das ist aber nett. Nee, Da Vinci, ich bin voll der Warrior, Mann. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Hier wird nichts ausgemacht. Außer ich mach gleich Kamehameha in den Bildschirm rein. Oh, es funktioniert! Oh! Der will mich doch... Hab ich einen Jugendschutzbeauftragten? Nein, der will mich doch ficken, will der mich. Och nö, Bagheera, komm. Nicht du jetzt auch wieder. Kannst du den nachhein? Boah. Geh. Husch. Husch, husch. Kommst du mit in den Pfingsturlaub, Curtis? Eine Woche ohne Plebs, wohin geht's denn, Oma? Also hätte die mir jetzt nochmal auf den Schreibtisch gekotzt, wäre ich offline gegangen, ohne Witz. Dann wäre ich einfach Netflix gucken gegangen. Ich hab Puls, Junge. Ich hab mehr als Puls. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich, würde ich VR-Chat machen und hätte schwitzige Rücken. So, mal gucken, ob wir uns einloggen können. Habe ich schon auf GTA geschaltet? Ja, ne? Da bei Sylt auf Ecke, boah. So, du hältst die Klappe mit deinem Rumgedödel. VOD hat Sound.